liebe Freunde, liebe Kollegen, Stress ist das Wort für einen physiologischen Vorgang, wobei wir unterscheiden zwischen akutem Stress, der gesundheitsfördernd sein kann, wie zum Beispiel Kälte, sich der Kälte auszusetzen, das haben wir ja von Wim Hof gehört, oder sich der Wärme auszusetzen, um eben diesen Überlebensmechanismus zu starten. Chronischer Stress ist selbstverständlich äußerst gesundheitsbelastend. Wir sprechen von Zellstress, wir sprechen von Entzündungsstress, von Zytokinstress, von Endotoxinstress und den verschiedensten Stressarten. Auch emotionaler Stress, der vielleicht jetzt gerade in der Quarantäne auftritt. Die Experten streiten sich ja noch, ob die Quarantäne in einem Babyboom münden wird oder aber eher in einer explosiv erhöhten Scheidungsrate. Wahrscheinlich werden wir beides sehen am Ende des Tages. Wenn wir uns das Wort Stress aber einmal anschauen, dann bedeutet es auf Deutsch in gewisser Weise Spannung, und zwar eine Spannung zwischen dem Ist-Zustand und dem Soll-Zustand. Und wir wissen ja, es gibt ja die verschiedensten Stressebenen, auch emotionaler Stress war das eine, aber psychischer Stress ist das andere. Und momentan kann die Situation natürlich sehr viel psychischen Stress bei uns auslösen. Und zwar einfach deswegen, weil der Ist-Zustand momentan nicht kongruent ist zu dem Soll-Zustand, den wir eigentlich haben wollen. Wir wissen aber aus Untersuchungen und Beobachtungen in der Psychologie, aber auch in der Stressforschung, dass sobald sich der Ist-Zustand oder der Soll-Zustand an den Ist-Zustand anpasst, dann reduziert sich der Stress. Beispiel, wenn ein Patient spürt schon seit längerem, dass irgendwas nicht stimmt und dass da irgendwas vorgeht und er irgendwo eine Krankheit hat oder entwickelt, dann bedeutet es sehr viel Stress für diesen Patienten. Ganz oft ist es so, dass mit der Diagnose es dem Patienten schon besser geht, weil dann plötzlich der Soll-Zustand sich mit dem Ist-Zustand auf eine Ebene bewegt und man einfach dann weiß, woran man ist und dann den Gegner kennt und daran arbeiten kann. Auch ein ähnliches Phänomen tritt auf bei Menschen, die starke finanzielle Probleme haben, die man eigentlich nicht lösen kann. Das erzeugt sehr, sehr viel Stress. Aber mit dem Tag, beispielsweise der Anmeldung der Insolvenz, ist der Stress zu einem großen Teil weg, weil man einfach dann sich in einem neuen Zustand befindet und diesen Soll-Zustand wieder auf ein Level mit dem Ist-Zustand gebracht hat. So eine Situation haben wir jetzt durch die Corona-Krise, die mit Sicherheit einen Stress auslöst, weil wir haben einen Soll-Zustand, nämlich wo wir eigentlich stehen wollten mit vielen Dingen des täglichen Lebens, sei es, wir mussten unsere ganzen Urlaube streichen, wir mussten unsere Kongresse streichen, unsere Kongressteilnahmen streichen, wir mussten Hotels canceln, wir mussten Flüge canceln, das war alles Soll-Zustand und da man es nun mal machen muss, muss man das einfach akzeptieren als neuen Ist-Zustand. Und wir hatten vielleicht auch bestimmte Ideen für unser Geschäft, für das, was wir tun. Und sehen, dass mit der neuen Situation, in der wir uns heute befinden, mit Sicherheit auch eine gewisse Depression nach sich ziehen wird. Da gibt es, sagen wir mal, finanztechnisch gar keine andere Möglichkeit. Und ich denke eben genau in diesen Zeiten ist wichtig, dass wir diesen Stresszustand oder diesen Krisenzustand als das neue Normal anerkennen. Also Krise ist gleich neues Normal. Ich denke, dass wir einfach für lange Zeit in diesem Krisenmodus bleiben werden. Sobald wir aber diesen Krisenzustand als neues Normal akzeptiert haben, bringen wir Soll- und Ist-Zustand auf eine Ebene und eliminieren diesen Stress, der uns sowieso nicht weiterbringt, sondern können uns wirklich auf das kreative Lösen der Situation fokussieren. Und es zeigt sich auch, wenn ich jetzt in meinen 30 Jahren zurückschaue, habe ich ja auch einige gewaltige Krisen und schwierige Situationen durchgemacht. Und im Nachhinein waren es nicht die schlechtesten Zeiten, sondern vielleicht sogar die besten Zeiten, die spannendsten Zeiten. Auch wenn wir zurückschauen in die 20er, 30er Jahre, dann waren es ja relativ wilde Zeiten.
in der Gesellschaft, wo wir nicht das Gefühl hatten, wenn wir zurückschauen, dass da weniger Lebensfreude war. Und an so einer Krise muss nicht unbedingt was Schlimmes sein, wenn wir uns mit ihr arrangieren und ihr als neues Normal anerkennen. Meine Tante ist einen Tag nach ihrer Pensionierung gestorben, ist schon lange her, 30 Jahre. Die hatte aber auch keinerlei Hobbys, war ein Workaholic und ja, vielleicht war das auch der Grund dafür. Und ich denke, auch wenn jetzt viele von uns sehen, man war vielleicht an einem bestimmten Schritt mit seinem Unternehmen, man war vielleicht kurz vor der Pensionierung und hat sich schon gefreut auf den Ruhestand und muss jetzt eben feststellen, okay, da wird jetzt doch nichts draus, dann ist es nicht so, wenn wir Geschichten anschauen von Menschen, die auch lange nach dem 65. Lebensjahr, vielleicht auch mit 70 oder 75 noch mal was Neues gestartet haben, dann haben die oftmals sogar länger gelebt und sind länger gesund geblieben als andere. Und es hat ja der berühmte Professor des Flow-Zustandes, Csikszentmihalyi, hat es ja ganz toll gezeigt, dass eben gerade in diesen Situationen mehr Flow-Zustände auftreten als in den Ruhephasen oder Urlaubsphasen. Und insofern kann das ja auch was Gutes sein. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir eben diese Situation der Krise als neuen Ist-Zustand akzeptieren und aus dem heraus einfach das Beste drauf machen und darauf vertrauen, dass uns das mindestens genauso viel Lebensfreude bringen wird, als die Situation, die wir eigentlich als Soll-Zustand für uns und unsere Zukunft ausgedacht hatten. Ich glaube, wir konnten keinen besseren Interviewpartner finden für dieses Thema als den Eberhard Wagemann, mit dem wir gleich sprechen werden. Er ist 67 Jahre alt, arbeitet aber immer noch voll, hat ein großes Wirtschaftsprüfungsunternehmen, das unter die Top 4 in der BAD gewählt wurde. Er ist heute Business Coach und Mentor. Er war aber auch in früheren Jahren Supersanierer und Krisenmanager, hat beispielsweise das Uhrenwerk Glashütte, das eigentlich unrettbar war, gerettet, hat den Alexanderplatz und den Fernsehturm saniert und zu dem gemacht, was es heute ist, hat den Berlin-Marathon zu dem gemacht, was er heute ist. Es werden, gibt, glaube ich, keinen anderen Marathon, ich bin auch 8-mal gelaufen, der mehr Weltrekorde produziert. Das wurde aber ganz strategisch angegangen, diese Situation, einen superschnellen Marathon von der Streckenführung her zu finden. Er ist selber aber auch Extremsportler, er hat über 100 Marathons gelaufen, 15 Ironmans, er ist, glaube ich, sogar einer der ganz wenigen, vielleicht sogar auch der Einzige, der 3 Ironmans innerhalb von 7 Tagen gelaufen ist. Das ist schon gewaltig. Hat die 240 Kilometer der Sahara zu Fuß durchquert von minus 10 bis plus 50 Grad, hat den 320 Kilometer Amapura Mandala Trail Run mit, glaube ich, 17.000 Höhenmetern und die maximale Höhe, die man erklimmen musste, war 5.416 Meter mitgemacht, hat aber auch das Radrennen Race Across America in 8 Tagen von der Westküste zur Ostküste, glaube ich, 5.000 Meilen, also 7.500 Kilometer absolviert, also ganz extreme Leistungen vollbracht. Und ich denke, dass er uns sicherlich als Interviewpartner heute einige gute Tipps mit auf den Weg geben kann, wie wir in dieser Krise agieren können. Denn für ihn ist Krise das Normal oder eigentlich sogar ein Zustand, der ihn motiviert und zu Höchstleistungen anspornt. Wir begrüßen jetzt Eberhard Wagemann als Interview zu unseren Swiss Bioholz News. Herzlich willkommen. Ja, hallo, ich grüße Sie, Herr Wagemann. Ganz herzlich willkommen hier bei uns in den Swiss Bioholz News. Wie geht's Ihnen? Ja, wunderbar. Ich freue mich schon auf das Interview mit Ihnen. Ja, super. Ja. Die erste Frage, eigentlich fast schon obligatorisch in Zeiten von Covid-19. Wie schützen Sie sich und Ihre Familie? 2, 3 Tipps? Ja, da habe ich eine ganze Menge Tipps. Da haben Sie ja gleich einen Volltreffer gelandet, Herr Dr. Volz, weil das ist natürlich jetzt ein großes Thema und es geht ja um aktive Maßnahmen. Also was kann ich aktiv tun für mein Immunsystem und jetzt nicht um passive Maßnahmen, also beispielsweise warten auf Medikamente oder auf einen Impfstoff. Ich habe mir auch so ein kleines Konzept erarbeitet. Ich glaube, das ist vielleicht auch ganz interessant für Sie und Ihre Zuhörer. Was mache ich ganz konkret? Das Erste ist, Eiweißspiegel nach oben bringen. Ja. Warum? Weil die Immunkomponenten von den Zellen, also
die ja, Leukozyten kennen Sie ja, Makrophagen und so Ja. weiter. Das ist ja alles Bestandteil von Eiweiß. Und wenn Sie einen hohen Eiweißspiegel haben, dann schützen Sie sehr signifikantes Immunsystem. Machen Sie das mehr mit tierischem Eiweiß oder mehr mit pflanzlichem Eiweiß? Gemischt. Also ich Gemischt. würde mal sagen, also ein bisschen Schwerpunkt ist vegetarisch, aber ich esse auch schon Biofleisch und Biofisch. Und Okay. was der Eiweißbooster ist, das mache ich natürlich Smoothies, also Okay, Eiweißsmoothies. super. Ja. Besser geht es ja gar nicht. Also das ist vielleicht so mal ein bisschen der strategischste Ansatz. Das andere ist natürlich, wie ernähre ich mich? Ich verzichte auf Weißbrot, also auf Brot. Ja. Warum? Weizen, Gluten. Und Gluten schädigt ja auch den Darm und auch gerade die Mineralstoffaufnahme im Darm. Ja. Dann natürlich jetzt Alkohol, Bier, dann Nudeln, also ganzen Weißmehlprodukte, auch Milch. Ja, Milch Ja. verschwindet erheblich. Und ja, dann auch Kaffee und schwarzer Tee. Also das vermeide ich alles. Ja, Und was trinken Sie dann? Wasser, Grüntee, solche Sachen, Kräutertee, Säfte? Ich trinke, heißt es jetzt ja gerade wegen den Viren. Sie wissen ja, das ist Ja. Schleimhaut, also in der Rachen, Nase und im Mund. Da trinke ich heißes Wasser, weil das tötet die Viren ab. Dann Ingwer, Ja. ist sehr antiviral. Und Ja. jetzt habe ich noch eine Überraschung für Sie, wenn ich das mal zeigen darf. Was ist ein kleiner Geheimtipp, habe ich extra vorbereitet. Schauen Sie mal. Die Quelle Hashtag der Fountain Jugend. of Youth, ja. Es ist reines, natürliches, isotonisches Kokoswasser. Okay. Wissen ja, also wie sagt man, also Osmolalität, das ist ja wie Blut. Das heißt, in Ja. dem Kokoswasser, das weiß kaum einer, ist im Grunde genommen die ganzen Nährstoffe, Vitamine, Mineralien und Stoffwechselprodukte drin. Und Ja. da rede ich jetzt mal mit Ihnen, also auf unsere Gesundheit. Okay, ich habe natürlich hier auch was, unser Swiss BioHealth. Ja, sehen Sie, Prost. Ja, also nur mal Gut, okay. ein kleiner Geheimtipp: natürliches isotonisches Kokoswasser kauft im Bioladen. Also besser geht es gar nicht. Ja, das Ja, war genau. ich. Man kann ja, das ist ja bekannt, dass man könnte in einem Notfall im brasilianischen Dschungel, wenn man eine Bluttransfusion machen müsste oder eine Infusion, könnte man Kokosnusswasser verwenden. Ist ja auch steril angeblich. Ich habe es noch nicht probiert. Zum Glück war ich noch nicht in der Lage, ja. In der Naturmedizin, das ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen Ihr Thema, sagt man, in der Kokosnuss sind alle Dinge drin, die das Leben braucht. Ist das interessant? Ja, das ist interessant, ja. Früher im Krieg hat man, weil man keine Blutkonserven mehr hatte, hat man dann intravenös Kokoswasser gespritzt. Ah, interessant, okay. Ja. Nehmen Sie darüber hinaus auch irgendwelche Supplements ein, wie zum Beispiel Vitamin C oder Vitamin D3? Also da ist ja jetzt natürlich, kann man sagen, so eine super Frage, so ein Immunbooster. Also ich nehme Vitamin C, Selen. Ja, wie viel C nehmen Sie, wie viel Gramm pro Tag? Also sagen wir mal, wie sagt man, oral 5 Gramm am Tag. Ja, super. Dann Zink 60 Milligramm. Und dann nehme ich noch, das ist vielleicht diese Kombination, das wissen auch nicht so viele, Vitamin C in Verbindung mit OPC, also mit dem Traubenkernextrakt, hat eine 30 oder 40 mal höhere Wirkung. Und was ich aber noch als extra Booster mache, ich gehe einmal die Woche zu meiner Heilpraktikerin und lasse mir also einen Ah. Turbolader geben. Genau, Sie wissen schon, was jetzt Okay, kommt. aha. Diesen Turbolader, mit dem Bild gehe ich da rein. Das ist 12 Gramm Vitamin C intravenös. Sehr So, gut. Okay. können Sie sich ja vorstellen, Ja. laufe ich rum und bin Wie geschützt. viele Einheiten Vitamin D3 nehmen Sie ein? Ja, genau. Und dann kommt und zum Schluss genau D3. Also ich empfehle in der Anfangsphase, gut, dass Sie als Arzt sind, weil man da ja auch auf Unverständnis stößt bei vielen Ärzten, weil die denken, wenn man zu hoch nimmt, ist es hochgiftig. Am Anfang sollte man, also jetzt, ich nehme jetzt 10.000 bis 15.000 internationale Einheiten. Ich Ja. empfehle einfach Leuten, die anfangen, mal 20.000 zu nehmen mit in 14 Tagen und dann auf 10.000 runterzugehen und nach Möglichkeit keine Tabletten, sondern es gibt da also Wasser, also flüssige Vitamin D3, aber Ölpräparate, ja. ich nehme die aber in Kombination noch mit K2 wegen der Ja, genau.
Genau, sehr, sehr wichtig, ja, super. Also da sind Sie ja schon mal ganz, ganz gut dabei. Was tun Sie denn? Ich meine, Sie sind ja, ich habe auch gelesen, Sie sind ja Extremsportler. Und so haben Sie ja relativ spät ja angefangen, wenn ich das so gesehen habe. Sie waren ja schon über 50 und haben da die unglaublichsten Sachen gemacht. Ich habe das ja in der Anmoderation sozusagen schon mal angesprochen. Was tun Sie denn auf körperlicher Ebene? Weil die Gefahr ist jetzt ja die, dass wir alle zu Hause in der Quarantäne sitzen und Woche für Woche fetter und fetter werden. Und das ist natürlich nicht gut für unser Immunsystem. Was machen Sie auf körperlicher Ebene? Also an sich ja ganz einfach, moderate Bewegung an frischer Luft. Jetzt natürlich mit dem notwendigen Abstand von 1,5 Metern, wenn ich das jetzt nochmal so sagen darf. Das wäre jetzt so die Empfehlung, weil in der frischen Luft, gerade auch in der Sonne und im Wald, das hat ja auch also die negativen Ionen, ne, die Luft, das ist ja ein hochkonzentrierter Sauerstoffzufuhr, die man sich da leistet. Wenn es jetzt ein bisschen wärmer wird, habe ich auch Barfußschuhe, also laufe quasi barfuß, dann laufe ich eh barfuß und dann haben sie natürlich nur hochkonzentrierte Sauerstoffdusche und moderate Bewegung an der frischen Luft im Wald und bei Sonne. Das ist jetzt so meine Empfehlung, mache ich auch selber. Ja, also Sie sind ja eigentlich schon immer so ein Gesundheitsfanatiker, könnte man sagen. Und Sie kennen sich ja aus, wie sich vielleicht manche Ärzte nicht auskennen. Und was natürlich auch sehr wichtig war für Sie als Extremsportler, denn da kann man nur gute Leistung abrufen, wenn man super gesund ist und ein Top-Immunsystem hat und die Energie maximal aufbaut. Warum ist das aber nicht nur für Extremsportler wichtig, sondern auch für jeden von uns, und zwar genau jetzt in der Corona-Krise? Warum müssen wir genau jetzt im Moment auf unsere Gesundheit und auf unsere Energie so sehr achten? Ja, es ist ja noch ein anderes Thema durch wie fokussiere ich mich jetzt? Wenn man jetzt so die Medien sich anschaut und auch Fernsehen, dann sind ja, kann man mal sagen, 70, 80 bis 90% der Informationen auf der energetischen Ebene sind negativ. Das schwächt ja auch im Grunde genommen das Immunsystem, weil Sie müssen wissen, aus der energetischen Sicht ist der Virus, wie auch immer bezeichnet wird, das lassen wir jetzt mal außen vor, ist an sich hat eine negative, also eine niedrige Schwingung oder eine niedrige Emotion. Und ich muss, und das ist auch so ein bisschen mein Ratschlag, oder ich passe da auch selber auf, dass ich in dieser niedrigen Emotion nicht stecken bleibe. Und also es geht so ein bisschen auch, wie ich natürlich mein Mindset stärke. Aber vielleicht noch mal ganz kurz, Sie hatten ja, dass wir das abschließen, noch gefragt, was mache ich noch für mein Immunsystem? Ganz wichtig ist, 80% des Immunsystems sind im Darm. Und da gibt es ja auch also jetzt nicht nur Lactobakterien, aber da gibt es ja auch, muss man ein bisschen gucken, ganz interessante Darmvitalkuren. Ich gehe zum Beispiel, das habe ich aber schon vorher gemacht, seit Jahren, gehe ich alle 5, 6 Wochen zu einer Heilpraktikerin und mache dort also eine Hydrokolonspülung. Mit Sauerstoff, also noch mit Sauerstoff rein. Und das ist für Sie ganz wichtig. Dann auch kalt und heiß. Warum heiß? Weil die kann im Darm dann künstlich, das wissen Sie wahrscheinlich besser oder wird vielleicht jetzt nochmal für Ihre Zuhörer interessant sein, erhöht dann künstlich mein Fieber. Ganz spannend, ne? Also Und Körpertemperaturerhöhung, ja. Körpertemperatur erhöhen und dann ist natürlich, wenn 80% des Immunsystems im Darm sind, und ich sage mal, Hydrokolon ist mehr Dickdarmspülung, also nicht Dünndarm, da gibt es ja noch andere Möglichkeiten. Und dann erhöht die aber durch die Hitze, also durch die Hitzeanwendung, erhöht die noch künstlich, also künstliches Fieber wird dann erzeugt im Darm. Und das stärkt natürlich enorm das Immunsystem. Ich glaube, das machen Sie ja auch als Arzt, ist das richtig? Ja, genau. Ja, es ist ja auch so, dass mit einem Grad Temperaturerhöhung unsere Körpertemperatur verdoppelt sich unsere Immunkraft. Und deswegen ist ja das Schlimmste, was man tun kann, es passiert leider derzeit relativ oft bei an Covid-19-Erkrankten, dass fiebersenkende Mittel gegeben werden. Das ist genau falsch, weil wir da damit verhindern, dass sich unsere Immunkraft mit jedem Grad Fieber verdoppelt. Und es ist auch so, dass der Virus, der überlebt nur circa 40 Grad Celsius in unserem Körper.
Deswegen brauchen wir hohes Fieber, 40, gute 40 Grad Fieber, um den Virus abzutöten. Also bei Virusinfektionen niemals oder generell eigentlich niemals fiebersenkende Mittel, es sei denn, man hat jetzt ein schwaches Herz, was auch immer. Aber ein gesunder Patient braucht das Fieber. Und so haben ja unsere Mütter, als wir jung waren, haben uns ja das Fieber bekommen lassen und vielleicht Wadenwickel oder irgendwas gemacht, aber nicht das Fieber runtergedrückt durch fiebersenkende Medikamente. Also Sie sehen ganz spannend und vielleicht noch was, Sie hatten es ja schon mit der Flüssigkeit also angeschnitten, die vielleicht für mich die wichtigste Maßnahme ist die Stärkung und Feuchthaltung der Schleimhäute. Und deshalb eben heißt es Wasser trinken, Ingwertee trinken, ist ja sehr antiviral oder ich hatte jetzt ja, mit dem Kokoswasser, das mit dem Kokoswasser gezeigt, weil dann haben Sie im Grunde genommen noch einen ganz guten Schutz, auch durch die Hitze. Das wissen Sie, glaube ich, auch besser. Ne? Geht ja auch im Mund, ist das richtig? Werden ja auch Ja. nicht getötet ab einer gewissen Temperatur, oder? Genau, ja. Ja. Deswegen gibt es ja auch die sogenannten heißen Wechselbäder, mit denen ja damals 1918 hat der alte Bircher, nachdem er das Birchermüsli benannt ist, der hat ja 100% aller der an der spanischen Grippe erkrankten Patienten, die zu ihm in die Klinik kamen, 100% wieder geheilt. Er ist nicht ein einziger verstorben, das ist dokumentiert. Und der hat in erster Linie hat er die mit hyperthermischen Wechselbädern, also der hat quasi, dafür muss man natürlich klar ein gesundes Herz haben, hat die Wassertemperatur auf 40 Grad hochgefahren, dann 10 Minuten in dieses heiße Wasser liegen und dann nochmal ins Bett liegen und nachschwitzen mit Lindenblütentee und Honig und Zitrone. Also das ist ein hervorragendes Hausmittel, das unsere Mütter und Urgroßmütter noch kannten, das leider eben in Vergessenheit geraten ist und wir vertrauen heute auf die Tablette und auf die Chemie, was nicht unbedingt sein muss. Ja. Vielleicht noch mal ganz kurz, Sie hatten angesprochen, dass wir heute so vollgeballert werden mit hauptsächlich negativen Informationen. Ich selber habe mir angewöhnt, einmal eine Inputpause, wie Sie das, glaube ich, nennen, zu machen. Das heißt, vor 11 Uhr morgens trete ich nicht in Kontakt mit der Außenwelt, so lange bleibt mein Smartphone aus. Und zum Zweiten habe ich mir angewöhnt, dass ich, sobald irgendein Artikel oder irgendein Beitrag auf YouTube oder wo auch immer nur im Ansatz Angst erzeugt, weil ich sage einfach mal, ich persönlich, und es ist seit 5000 Jahren, die Schlechten arbeiten mit Angst und die Guten arbeiten ohne Angst, ja, oder arbeiten mit Liebe, was auch immer. Und das ist für mich so ein bisschen Filter geworden. Und ich denke, das ist auch sehr, sehr wichtig. Wie bleibe ich denn, was würden Sie uns als Rat geben? Wie bleiben wir jetzt fokussiert in dieser Zeit, wo wir geradezu zugeschüttet werden mit Informationen? So, die Schlüssel, also auch für mich das Schlüsselthema ist, wie man fokussiert bleibt, wenn man sich nur auf Dinge konzentriert, die man selber beeinflussen kann. Ich wiederhole mich, also ganz danke, dass Sie das jetzt so auch anschneiden oder nochmal, fokussiert kann man dann, also sollte man sich jetzt gerade in der Zeit, weil 80 bis 90% der Informationen sind ja negativ besetzt, und da ist es gut, wenn man sich so ein Mindset aufbaut, dass man im Grunde genommen sich darauf fokussiert, was man selber beeinflussen kann. Und Sie kennen ja den schönen Satz, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Ich kann mich natürlich auf Angst und Panik konzentrieren, aber ich kann mich auch auf Gesundheit, Erfolg, ne, Heilung, Liebe, Sie hatten es eben gerade angesprochen, konzentrieren. Und dann habe ich natürlich einen völlig anderen Fokus. Und der bringt natürlich, stärkt auch mein Immunsystem. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Der Körper besteht aus circa, ich bin da jetzt mal großzügig, aus 70 Millionen Zellen. Ob es mehr oder weniger sind, das kann denn jeder selber diskutieren. Also, und die Zellen wollen ja auch informiert sein. Und ich genau, was Sie sagen, ich kann sie natürlich negativ informieren, also mit einer niedrigen Emotion. Ich kann sie aber auch mit positiven Gedanken oder mit einer höheren Emotion informieren. Und das stärkt ja enorm das Immunsystem. Das geht ja so weit, dass ich starke Bilder kreiere, ne? Weil auch da, der Mensch hat 60.000 Gedanken am Tag. So, und wie setze ich die jetzt ein? Das ist ja ein, ich sag mal, ein Riesenwerkzeug, was wir haben selber.
um mich jetzt auch in eine gute Position zu bringen, auch gerade deshalb, weil jetzt ist ja an sich auch die Chance, dass ich mich vorbereite auf die Krise danach. Ne? Also eins, wann weiß ich nicht, aber die Krise wird vorbeigehen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Wann wissen wir nicht? So, und jetzt ist ja die Möglichkeit, gerade auch mit einem guten Mindset, mich auf die Krise danach vorzubereiten, weil jetzt ja auch alle oder einige ein bisschen mehr Zeit haben und gehe dann sehr gestärkt raus, weil andere, sagen wir mal, sich nicht so gut vorbereiten. Und Sie kennen ja, das ist auch aus meinem Extremsport, war das immer ein Thema, 80% des Erfolges ist Vorbereitung. Der Erfolg liegt nicht in dem Tun, wo ich es gerade mache, also im Wettkampf oder auch im unternehmerischen oder beruflichen Bereich, sondern 80% des Erfolges ist Vorbereitung. Sie müssen sich das so vorstellen wie so ein Eisberg. Ne? Da ist ja die Spitze, ragt ja nur heraus und 80% sind quasi unter der Meeresoberfläche. Ne? Und das ist im Grunde genommen mein Fundament, mein stabiles Fundament. Ob es nun ein starkes Immunsystem ist, ob es ja, mein Mindset ist, ob es eben auch jetzt strategische Sachen sind, wie ich mich jetzt vorbereite, schon nach der Krise und, und. So, und ja, wir müssen eine ganze Menge selber beeinflussen. Genau, irgendein deutscher Dichter hat es ja genannt, das Glück gehört den Tüchtigen. Und das ist wahrscheinlich damit gemeint. Oder Edison hat gesagt, 1% Inspiration, 99% Transpiration. Also ohne die harte Arbeit geht es nicht. Sie sind ja bekannt und werden auch bezeichnet als einmal Supersanierer und zum zweiten Krisenmanager. Und für Sie ist ja Krise das Normal eigentlich. Ja, Sie werden ja gerufen, wenn irgendwo eine Krise entsteht, um die dann zu lösen. Und das ist für Sie ja nichts Negatives, sondern das motiviert Sie ja, spornt Sie an, nehme ich an. Und wie können wir jetzt, wir haben jetzt hier ja hauptsächlich Zahnärzte und andere mittelständische Unternehmer, schwerpunktmäßig im Zuschauerkreis. Wie können wir jetzt, haben Sie uns ein paar Tipps, wie wir gestärkt aus dieser Krise hervorgehen können? Ja, also erstmal danke. Genau, also Krise ist für mich jetzt ein Entspannungszustand, weil ich bin in Ihrer Sprachweise, würde ich sagen, ich bin immunisiert. Ne? Also wenn eine Krise ist, dann hole ich mein Krisengen raus, ja, weil ich habe das, ich mache das jetzt nicht mehr so, aber früher habe ich das ja 10 Jahre lang gemacht. Also Sie werden ja dann vielleicht da noch ein paar Sachen sagen, die ich gemacht habe, also ganz große Sachen, die auch sehr bekannt geworden sind und die Ja, das habe ich vorhin schon erklärt, in einer ganz schwierigen Situation waren. Und also das Erste ist jetzt mal auch für Ihre Kollegen und Kolleginnen ist ein Schlüsselsatz: Liquidität geht vor Rentabilität. Ja, also das heißt, dass Sie jetzt auch gucken, natürlich ist so eine Krise auch immer eine gute Chance, nochmal zu gucken, wie gehe ich mit meinen Kosten um? Ne? Was ist überflüssig? Das geht bis zu den kleinen Abos, was man so alles hat. Also, dass man da nochmal schaut, Kosten, welche sind sinnvoll, welche sind, wie sagt man, einkommenserhöhend. Aber grundsätzlich gilt in der Krise immer der Schlüsselsatz: Liquidität geht vor Rentabilität. Das heißt, in unserem Fall gibt es Fördermittel, gibt es jetzt diese Zuschüsse, dass ich da gucke und auch privat gucke, ob ich mir jetzt einen Finanzierungsrahmen aufbaue, den ich jetzt aufbaue, auch warum? Vielleicht will ich expandieren, vielleicht möchte ich jetzt diese Krise nutzen, um neue Dinge anzupacken. Das sind ja alles große Möglichkeiten. Ein ganz großes Thema ist, wenn ich das so sagen darf, wenn man fragt, das Geschäftsmodell mal zu überprüfen, gebe ich den Ratschlag, was nochmal zu hinterfragen, was sind Ihre Kernkompetenzen ganz konkret? Also was sind Ihre Kernkompetenzen? Und das Zweite ist, was sind nicht fünf, sondern was sind meine drei Alleinstellungsmerkmale? Dass man das jetzt nochmal hinterfragt. Und dann ganz wichtig, das haben wir jetzt ja gerade gelernt, ist die Schlüsselfrage für mich: Wie ist Ihre Digitalstrategie? Ja, also wie kann ich meine Kunden, ganz einfach, wie kann ich meine Kunden immer besser und immer mehr digital erreichen? Und welcher passgenaue Kanal passt zu mir? Dass man das jetzt natürlich aufbaut, dafür braucht man Zeit, auch Geld und Ressourcen. Das wird immer unterschätzt. Das geht nicht so,
nur so nebenbei. Also die Schlüsselfrage jetzt auch aus dieser Krise heraus ist, ich glaube auch gerade für Ihr Klientel ist, ne, wie ist meine Digitalstrategie, wie kann ich meine Kunden besser digital erreichen? Und welchen genauen Kanal setze ich darauf? Und da ist Wir haben uns jetzt. jetzt ja so ein bisschen dran gewöhnt, dass wir, wie wir beide jetzt mit Zoom kommunizieren oder über Microsoft Teams oder andere Möglichkeiten, die es gibt, über das gute alte Skype, wie auch immer, was ja auch Vorteile hat. Ganz klar, ist jetzt nichts ein persönliches Gespräch. Aber aus der Not heraus haben wir uns daran gewöhnt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wieder so, dass wenn wir bestimmte Meetings in der Zukunft digital, virtuell machen, schonen wir natürlich die Umwelt. Wir reduzieren extrem den Zeitaufwand, um zum Kunden zu gelangen. Denken Sie, dass nach der Krise diese virtuelle Kommunikation einen höheren Stellenwert haben wird als vor der Krise? Eine sehr gute Frage. Also, ich würde mal sagen, natürlich sind wir jetzt alle sensibilisiert und auch besser geworden in der digitalen Anwendung, gar kein Thema. Aber bitte auch zu verstehen, der Mensch, und da ist eine große Sehnsucht, gerade jetzt, weil wir ja alle ein bisschen Entzugsentscheidungen haben durch die Kontaktsperre und was da jetzt alles so uns auferlegt wurde, ist der Mensch, und das bitte nicht zu vergessen, ist ein emotionales und soziales Wesen. Und das wird auch bleiben. Und mein Schlüsselsatz dazu ist immer, auch in wie ich mit Menschen umgehe, wie ich führe in meinen Workshops, je technischer und digitaler die Welt organisiert wird, desto menschlicher muss sie organisiert werden. Und wir kommen nicht daran vorbei, dass wir also auch Präsenztreffen haben, weil wir auch diese Sehnsucht haben nach Kontakt, nach Nähe. Das kann, ich sag mal, die digitale Welt nur bis zu einem bestimmten, wie sagt man, Modus abbilden, aber wir müssen uns auch wieder begegnen, sonst Kannst nicht müssen ersetzen. wir auch zu Hause bleiben, Ihre Pizza bestellen, natürlich eine Ja. Bio-Pizza und Ihr Wasser, dann müssen Sie ja gar nicht mehr rausgehen und das wird nicht stattfinden. Also das ist, glaube ich, auch eine ganz große Sehnsucht, die passiert, dass wir diese Nähe suchen, auch die Wertschätzung, die menschliche Wärme. Sie hatten es auch gesagt, die Liebe, also diese Zuwendung, ja, und an sich, das müssen wir ja lernen. Das ist ja ein bisschen kaputt gegangen, wenn Sie so nicht nur unser eigenes Leben sehen, dieses Thema Entschleunigen, Stress und, und. Wir haben uns ja auch ein bisschen von uns entfernt und das ist natürlich jetzt auch eine ganz tolle Zeit. Ich sage immer schon so, wir haben jetzt keine Auszeit, sondern wir haben jetzt auch die Möglichkeit, eine Innenzeit zu nehmen. Sie hatten es ja angeschnitten. Es geht dann auch ein bisschen eine kleine Inputpause und, und. Das sind ja jetzt ganz große Möglichkeiten, doch auch mal zu reflektieren, was will ich, wo will ich hin und auch wer bin ich. Das sind ja so ein bisschen die drei höchsten Fragen, die es gibt. Da lohnt sich das jetzt auch mal ein bisschen damit zu beschäftigen, weil wer es jetzt tut, der ist natürlich dann, wenn es losgeht, sind es natürlich dann die gut Trainierten, wie Sie es vorhin sagten, die dann in den Startlöchern stehen und die anderen müssen das dann erstmal wieder selber sich anpassen und schauen. Und da fällt mir jetzt gerade ein, da gibt es ja, Sie kennen den sicherlich auch, den Naturforscher Charles Darwin. Der, ich zitiere mal, fällt mir jetzt so ein, er hat ja mal so schön gesagt, ne, das ist ja jetzt spannend, auch solche, gerade solche Zeit, Überleben, so sinngemäß werden ja nicht die, wie sagt man, die intelligentesten, ja, und auch die schlauesten, sondern die in der Lage sind, sich an die dem, also wie sagt man, an die der dementsprechende Situation und Umfeld am besten anzupassen. Das Genau richtig, ist und das ist jetzt natürlich also auch ganz interessant. Jetzt sind so auch die Leute also gefordert, die sagen wir mal, man muss gar nicht so intelligent sein, ne? Aber man muss sich sehr schnell an solche Umweltbedingungen anpassen können. Und das war, wenn ich das so ergänzend sagen darf, ganz interessant. Das habe ich bei meinem Extremsport gelernt. Sie müssen wissen, Extremsport hört sich jetzt so gewaltig an oder es ist alles gar nicht so schlimm. Extrem heißt, ich muss sehr gut organisiert sein. Das ist wichtig. Ich muss sehr gut organisiert sein, sehr gut trainiert haben und auch ein gutes Mindset haben. Und da sind drei Komponenten spielen da immer eine Rolle. Es geht gar nicht so um die sportliche Höchstleistung. Also Beispiel, ich war mit dem Viererteam, habe ich das härteste Radrennen in der Welt gefinisht. Und zwar das Race Across Amerika, 5000 Kilometer nonstop.
von der Westküste zur Ostküste und über 33.000 Höhenmeter, also alle Klimazonen, also Tag und Nacht, das war schon also eine Herausforderung. Wir haben es geschafft in 8 Tagen, 17 Stunden und 23 Minuten. Und da ist wichtig, da war ja die, sagen wir mal, die radfahrerische Kompetenz, denkt man ja, wenn man da 5.000 Kilometer fährt, das ist das Wichtigste. Nein, das ist nur ein Drittel. Also die sportliche Kompetenz ist wichtig, aber das zweite Drittel ist die mentale Kompetenz. Also wir hatten ja vorhin schon von Mindset gesprochen. Wenn das muss sehr stark sein. Und die dritte Kompetenz, und das ganz wichtig ist, dass ich mich ganz schnell an Umweltbedingungen anpassen kann, weil Sie müssen wissen, wenn Sie im Extrembereich sind, dann sind Sie am Limit. Also man ist ja energetisch schon am Limit. Und wenn denn ich noch kämpfen muss mit Umweltbedingungen, weil mir irgendwas nicht passt, die Sonne, die scheint, es ist zu kalt, zu warm, Sie wissen alles, das Team funktioniert nicht und, ne, dann schaffen Sie es nicht. Also ganz spannend. Und ja. Also das passt eigentlich ganz gut, weil ich hatte eingangs, um diese Sendung anzumoderieren, hatte ich eben angesprochen, dass Stress heißt ja auch Spannung, und zwar Spannung zwischen Soll-Zustand und Ist-Zustand. Und ich denke, je schneller wir diesen neuen Ist-Zustand akzeptieren und sagen, okay, die Krise ist nun mal das neue Normal, was soll's, und es akzeptieren und auf diesem neuen Level dann das Beste draus machen, das ist ja genau das, was Sie gerade angesprochen haben, desto schneller können wir durchstarten und dann eben auch durch den Krisenmodus vielleicht auch irgendwie Superkräfte aktivieren. Superkräfte gefällt mir gut. Wir müssen ja sehen, Stress, genau was Sie sagen, Stress ist eine Katastrophe fürs Gehirn, aber eben auch also die Stressoren, das heißt fürs Immunsystem. Ne? Also Stress legt das Immunsystem lahm. Das heißt, Sie sehen, es geht jetzt nicht nur um Ernährung oder was wir jetzt hier haben, Thema Angst. Das legt regelrecht das Immunsystem lahm, und chronischer Stress, wenn der länger ist, ist der quasi tödlich. Also Sie sehen, was da auch für Gefahren sind und was ich aufpassen muss. Das hatten Sie ja vorhin so schön gesagt, auch mit dem positiven Mindset, starke Bilder und. Genau. Ja. Wie kann ich denn jetzt, was ist Ihr Tipp, wie kann ich jetzt heute in dieser Zeit neue Ideen und Strategien entwickeln? Welche Tools kann ich da verwenden? Wie kann ich schauen, dass neue Ideen in mein Gehirn kommen? Sei es, dass ich vielleicht Blatt Papier und Stift neben meinem Bett liegen habe und vielleicht ins luzide Träumen reinkomme, oder dass ich Brainstormings mache, oder dass ich durch die Wälder wandere ohne Technik und mein Gehirn arbeiten lasse. Wie entwickle ich jetzt neue Ideen und Strategien, die wir jetzt in der Krise brauchen? Was ich jetzt Firmen, also kleinen, mittel- und großen Firmen empfehle, dass man an seinem Zukunftsbild arbeitet. Mhm. Also, und zwar nach der Krise. Mhm. Also an seinem Zukunftsbild arbeitet nach der Krise. Ich habe das in einigen Workshops, jetzt auch in Webinaren schon gesagt, ist wohl super angekommen, dass man sich also selber hinsetzt, auch persönlich mal an seinem Zukunftsbild arbeitet. Genau was Sie sagten, Gedanken macht, das muss man jetzt nicht im Sitzen machen, auch nicht im Meditieren. Man kann in den Wald gehen, man kann sich bewegen, schauen und dann dieses Zukunftsbild auch entwickeln. Ganz wichtig mit den Teams. Nicht nur bei Ihnen hängen bleibt oder bei einem selber, sondern dass man jetzt die Zeit auch nutzt, das kann man ja heute auch digital machen, dieses Thema, dass sich mal eine gesamte, also bei Ihnen die gesamte Belegschaft, bei den Ärzten darüber Gedanken macht, wie sieht jetzt meine Zukunft aus oder die Zeit nach der Krise. Und das kann man ganz einfach machen, kommt super an, ist so einfach in Form einer Collage. Dass man sich mal selber hinsetzt, aber bitte auch sein Team einbindet. Und dann ist es wichtig, dass man, wenn man die Collage hat, dass man das jetzt nicht nur kognitiv versteht und nickt, ne, das ist ja immer, ja, super, sondern dass man das dann versucht, auch emotional zu verankern. Mhm. Das ist immer, da ist meistens dann, das wird nicht beachtet, und dann wundern sich viele Unternehmer oder Führungskräfte, ja, ich habe das doch mit meinen Leuten gemacht, dann sage ich, ja, alles ganz gut, aber die haben das gar nicht verinnerlicht. Ne? Also, ja, Sie wissen ja, aufgesogen, also in so eine höhere Emotion gegangen. Also das ist so ein bisschen der kognitive Bereich, aber eben auch, dass der emotionale Bereich zusammenkommt. Und erst dann wirkt es auch fürs Unterbewusstsein. Das wird oft vergessen. Es
nichts, wenn ich nur ein Bild habe, sondern ich muss dieses Bild in welcher Form auch immer emotionalisieren, ne, und so tun, als ob es bereits stattgefunden hat. Warum? Mhm. Das Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen Zukunft und zwischen Fiktion und Realität. Deshalb, wenn ich eine starke Vorstellungskraft habe, das ist ja jetzt auch zu trainieren, ne, dann ist es quasi so, als ob es bereits jetzt schon stattgefunden hat. Mhm. Und das geht natürlich voll, wer sich da auf der neuronalen Ebene auskennt. Das geht ja voll ins Immunsystem, also ich sag mal ins Nervensystem und dann ins limbische System. Und dann arbeitet quasi mein System, arbeitet für dieses Bild. Mhm. Kommt so ein bisschen aus der Epigenetik. Das sind die neuen Ansätze, unglaublich wirksam, wenn ich diesen Weg gehe. Ich setze das ein, also wirklich, das ist nicht nur spannend, das ist faszinierend zu erleben, was dann bei Menschen passiert, warum. Das hat ja Goethe schon gesagt, ne? Wenn ich mich auf ein Ziel, eine Vision, ein Bild konzentriere, dann kommt einem vieles entgegen. Ne? Mhm. Also, unserer Sprache, es findet mich, weil ich vorher dieses Bild kraftvoll geformt habe. Ja. Also, so ein bisschen, wir gehen weg aus der Vergangenheit in die Gegenwart, weil die meisten Menschen entscheiden ja aus ihrer Vergangenheitsrealität oder Persönlichkeit ihre Zukunft. Wir gehen quasi in die Zukunft, gedanklich, mhm. oder, ne, aber auf die Gegenwart zurück, also im gegenwärtigen Moment. Ne, und dann entsteht natürlich im Mind eine völlig andere Idee. Das heißt, dieses starke, man sagt ja, das Bild ist... Bilder, also das Gehirn ist ein Bild, weiß gar, also das habe ich ja gar nicht erfunden, aber damit kann man arbeiten. Das Gehirn ist ein bildererzeugendes Organ. Wir denken in Bildern, wir handeln in Bildern und wir tun in Bildern. Also wenn ich jetzt ein starkes Zukunftsbild habe, also so lebe ich nur, ja, dann fühlt ein starkes Bild emotional aufgeladen, ne, mein Denken zum Handeln. Mehr ist es nicht. Mhm. Also, wenn ich so mein Leben so rückwirkend sehe, dann hatte ich immer diese starken Bilder, so habe ich auch meine ganzen großen Sachen ja erreicht und mein starkes Bild hat ja mein Denken zum Handeln geführt und ich bin immer mein Bild immer nur hinterhergerannt oder vorgerannt, weil was anderes gab es denn für mich nicht. Das ist vielleicht mal so eine ganz interessante Klammer auch für Ihre Zuhörer und da ist ein unglaubliches Potenzial. Also der Weg, also quasi der Weg ergibt sich dann von selbst. Ich sage immer, wenn ich in die falsche Richtung reite, nützt auch Galoppieren nichts. Also ich muss erstmal mein Ziel kennen und dann sage ich auch immer, why comes first. Also ich muss auch wissen, warum möchte ich dorthin, was ist der Grund dafür. Also nicht erst das why und dann das how, also erstmal warum und dann wie. Und der Weg ergibt sich dann als zweites. Und ich glaube, dann sind auch ganz neue, ungewöhnliche Möglichkeiten kommen dann plötzlich hoch. Was ich bei Ihnen ganz spannend fand, als ich mich ein bisschen über Ihren Werdegang informiert habe, ist die Geschichte mit Glashütte. Und das Spannende ist ja das, dass der Glashütte später, wenn ich es richtig verstanden habe, an die Swatch-Gruppe verkauft wurde. Und Mein erster Investor vor 15 Jahren war Dr. Tomke, der als Supersanierer der Schweiz bezeichnet wird. Und was ich von ihm gelernt habe, das ist so das, was am wichtigsten hängen blieb, dass ich auch täglich noch anwende, die 5 A's, alles anders als alle anderen. Und so haben Sie das ja bei Glashütte gemacht. Und da musste ich sofort an Dr. Tomke denken. Sie haben den gesamten Außendienst einmal komplett entlassen, nach Hause geschickt und haben dann die Uhrmacher, die eigentlich im Werk saßen, den haben sie einen Anzug gekauft und haben denen gesagt, ihr müsst gar nicht wissen, wie ihr verkauft, weil ihr verkauft eigentlich durch Nichtverkaufen. Ihr erzählt einfach eure Geschichte und das hat ja funktioniert. Sie sind ja super erfolgreich dann gewesen mit dem Konzept. Das war, also ich sag mal, so banal sich das anhört, das war einer, diese Idee hatte ich als Eingebung über Nacht, weil ich natürlich in einer kritischen Situation war. Wir brauchen ja Kunden, die müssen gut beraten werden und der Außendienst hat überhaupt nicht funktioniert. Die habe ich dann komplett über Nacht entlassen und bin in die Produktion gegangen, das müssen Sie sich mal vorstellen, und habe dann Uhrmacher, die ja mehr die Liebe zum Produkt haben, aber so mit Menschen und noch in Sachsen, sagen wir mal, das sind alles tolle Menschen, aber wir wissen ja, so denn verkaufen, das hat ja auch ein bisschen was Anrüchiges, also da hat man ja auch Angst vor. Und
Denen habe ich das dann erklärt, genau, ich einen Anzug gekauft. Aber Sie müssen wissen, ich habe die vorher sehr stark aktiviert. Ich habe die gesagt, verkaufen gibt es nicht, weil die jetzt Angst hatten. Was muss ich denen denn sagen? Ich habe denen nur einfach einen Satz erzählt. Das war der Schlüsselsatz. Leute, geht hin und erzählt nicht verkauft, erzählt eure Geschichte, weil ein Uhrmacher, der jeden Tag die Uhr zusammenbaut, also was Authentisches gibt es ja gar nicht, für jemand, der das Produkt kaufen will. Und das ist eingeschlagen, ja, wie eine Bombe. Und die Ja. waren, das war süß, die ja vorher gar nicht so reden konnten und verkaufen. Das waren denn die heimlichen Stars in Glashütte. Und ja, also wir, und das war so ein bisschen auch die Rettung neben der Öffentlichkeitsarbeit, die ich dann betrieben habe, weil ich hatte ja auch kein Werbebudget. Ich habe dann einfach meinen Überlebenskampf live gemacht. Also es war wie so eine Reality-Show. Das ging ja durch ganz Deutschland. Und dann, Sie kennen das ja jetzt aus diesen Casting-Sendungen, werden Sie zum Superstar, also schaffen Sie das oder schaffen Sie es nicht? Ne? Das ist ja dieser Spannungsbogen. Ja. Der ist mir ganz gut gelungen. Und dadurch haben wir diese große Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit bekommen. Und das war quasi auch eine Sanierung über Marketing. Also passt genau Ja. zu den 5 As. Ja, Ohne Marketing. und Erfolg hat Ihnen ja recht gegeben, weil Glashütte ist ja heute eine der ganz besonders exklusiven, sehr erfolgreichen Uhrenmarken. Und ja, vielleicht einfach als allerletzte Frage unseres Interviews, ganz kurz und knapp, gibt es noch irgendeine ganz besondere Message, die Ihnen am Herzen liegt, die Sie unseren Zuhörern mit auf den Weg geben wollen? Ja, also eins hatte ich noch vergessen, auch ein persönliches Erlebnis vielleicht zum Abschluss. Was ist wichtig, um sein Immunsystem zu stärken? Das hatte ich vergessen, aber es ist vielleicht ganz interessant. Ich habe mich dann natürlich auch mit Ganzheitlichkeit beschäftigt und mit Zähnen. Und ich habe dann den kennen Sie auch gut, einen Arzt gefunden. Das ist der Pionier so ein bisschen in der ganzheitlichen biologischen Zahnheilkunde, Dr. Alexander Neubauer aus dem Ja, berühmten der Alexander, ja. Wallfahrtsort Tittlingen. Nein, nein. Und den habe ich das kennengelernt, weil wurde mir, Sie wissen ja, wenn man auch den Fokus hat, da sind wir wieder, dann zieht man auch die Besten an. Das ist so ein bisschen vielleicht mein Thema. Vielleicht, das werde ich dann kurz erklären. Und da war ich da und ich hab, bin quasi, habe mich da nochmal komplett freigemacht. Das war am 6. August. Ich sage immer, ich bin dem Doktor so dankbar, weil da hat mein zweites Leben angefangen. Das wissen Sie viel besser als ich. Ich bin metallfrei. Ja. Ich habe keine Nikos mehr. 6 Stunden Operation, also meine Nikos sind raus. Ja. Und ich habe auch also, keine wurzelbehandelten Zähne mehr. Also gießen Sie natürlich Wasser auf meine Mühlen, ja. Genau, also nur mal ganz großes Thema Immunsystem und wenn man da weiß, in den Nikos, was für ein Dreck drin stimmt, das wissen Ihre Kollegen alle besser. Aber Ja. ich möchte mal thematisieren, ich war dankbar und für mich war das wie ein zweites Leben, der 6. August 2019 gewesen und das war wie so ein zweites Leben. Ich habe das auch gemerkt, der ganze Dreck, der da nochmal rauskam, also signifikant. Was hat sich bei Ihnen konkret verbessert? Hatten Sie mehr Energie oder? Meine ganze, das kann man jetzt nicht so sagen, da platzt man jetzt nicht, aber mein Grundenergieniveau ist noch höher geworden. Ja, das heißt, ich bin auch energetisch ganz gut drauf, aber eben auch noch vielleicht ein bisschen gelassener. Also ganz spannend. Da hat sich sowas reguliert. Sie wissen ja, das sind ja dann Eingriffe, dann sind ja Selbstheilungskräfte, die dann auch aktiviert werden und dann reguliert sich der Körper und dann passiert da nochmal was. Also das war nochmal Ja. eine ganz große Erfahrung. Und ihr zum Abschluss, also bei mir ganz klar, da bin ich ganz konsequent, ich sage das mal so pauschal, ich schaue, dass mein Umfeld Weltklasse ist, also überragend. Also ich ziehe übrigens auch nur andere Leute an, weil die anderen vor mir wegrennen. Verstehen, was ich meine? Ja, also die sagen, das ist ein Verrückter, die rennen weg. Das ist natürlich ganz toll, weil das ist dann ein natürlicher Ausleseprozess, weil ich möchte mich ja mit Leuten nur auseinandersetzen und auch zusammen sein in meinem Umfeld, die selber überragend sind, die können querdenken, das finde ich alles toll, weil ich immer so sage, mit 3 überragenden Menschen können sie die Welt erobern, aber mit 1000 Pfeifen hast du nur Stress. Ne? Und das ist vielleicht mal so ein bisschen so ein Fokus auch. Sie hatten ja gefragt, wie kann man sich jetzt fokussieren, dass man auch ein bisschen guckt, oder das ist so ein bisschen die Aufforderung vielleicht an Ihre Zuhörer, dass sie gucken, welches Umfeld habe ich.
schenkt mir mein Umfeld Energie, also gibt mir Kraft oder zieht mir das Energie? Das sollte jetzt vielleicht jeder auch nochmal bei sich überprüfen. Und ich denke, wenn man das jetzt so alles aufnimmt, was wir besprochen haben, dann gibt es nur einen Weg. Man steht dann richtig weit vorne auf der, nicht Siegerseite, aber auf der Gewinnerseite. Und ich denke, das wird dann, kann man sich freuen, jetzt auch auf richtig auf die Zeit nach der Krise, weil es geht dann nur, man kann nur selber auch unternehmerisch, dass es dann nur aufwärts geht. Das wäre jetzt so meine Botschaft. Also das passt eigentlich ganz gut zu Ihrem Hintergrund, weil ich sehe da Einstein an der Wand und er hat ja mal gesagt, bevor Sie bei sich selbst eine schwere Antriebsschwäche diagnostizieren, kontrollieren Sie zuerst, ob Sie nicht komplett von Arschlöchern umgeben sind. Und also Originalton, er konnte ja manchmal relativ grob sein und das hilft uns natürlich auch der biologischen Alterung vorzubeugen, wenn wir gute Menschen um uns außen rum haben. Wenn ich es richtig gelesen habe, sind Sie 67 Jahre alt, stimmt es? Ja, also da sehen Sie deutlich jünger aus, obwohl Sie ja extreme Sachen gemacht haben und auch damals, und das darf man natürlich auch nicht vergessen, in diesen Krisensituationen, in denen Sie waren, in den verschiedensten Unternehmen, da haben Sie ja nicht 9-to-5 gemacht, von 9 bis 5 gearbeitet, sondern das ging dann 24-7 sozusagen, ja. Und es hat zumindest mal optisch bei Ihnen keine Spuren hinterlassen. Und in diesem Sinne will ich mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Wir könnten noch Stunden so weiterreden, aber wir haben ja schon besprochen, dass wir Sie gerne zu unserem, wir machen ja aus diesen Interviews einen Kongress am, ich glaube, 6. oder 7. November hier in Kreuzlingen. Wir nennen das die Swiss BioHealth Health Days. Man könnte auch New Faces sagen, einfach neue Leute, die wir kennengelernt haben. Und da werden wir uns, falls Ihr Kalender das zulässt, mit Sicherheit wieder sehen. Ich denke, da können wir Ihnen ein bisschen mehr Zeit geben. Und ich denke, da können wir alle viel von Ihnen lernen, weil Sie sind nicht nur ein, und es gefällt mir besonders bei Ihnen, dass Sie nicht nur ein Coach sind, der davon lebt, dass er irgendwelche Tipps weitergibt, sondern Sie sind ja auch im wirtschaftlichen Leben extrem erfolgreich gewesen, haben einfach gezeigt, dass das, was Sie lehren, auch funktioniert. Und Sie sind im sportlichen Leben extrem erfolgreich gewesen. Das heißt, wenn die Tools, die Sie vermitteln, nicht funktionieren würden, dann hätten Sie diese herausragende Leistung nicht erbringen können. Gut, also nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ja. Bleiben Sie gesund. Sind Sie jetzt gerade in Berlin? Ja. Und dann trink mal Kokoswasser. Ich trinke ganz genau. Ja, okay, alles Gute. Machen Sie es gut, Herr Wagemann. Danke. Tschüss. Wow, das war super spannend. Ich denke, wir haben einen tollen Input bekommen. Und ich hatte im Vorfeld schon mit ihm besprochen, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass viele von euch sagen würden, mit ihm würden wir gerne mal ein Webinar machen in den nächsten Tagen, Wochen. Und ich würde es so ähnlich machen wie bei Dr. Klinghardt. Da hatten wir ja gesagt, wenn wir 200 oder mehr Daumen hoch bekommen, Likes, mittlerweile sind es glaube ich sogar 600 und 7000 Leute haben den Beitrag angeschaut, dann werden wir ein Webinar veranstalten. Wir sind jetzt gerade in der Planung für das Webinar mit Dr. Klinghardt. Das werden wir demnächst bekannt geben können. Und werden dann eben auch, wenn wir für dieses Interview genügend Interesse bekommen, dann hat er mir schon gegenüber sich bereit erklärt, ein Webinar zu veranstalten. Wir haben ja vielleicht auch in der Osterwoche, ich kann mir vorstellen, dass viele von euch Osterferien geplant haben und dadurch jetzt nicht arbeiten, aber natürlich den Osterurlaub nicht antreten können. Vielleicht wäre das eine gute Gelegenheit, da noch einmal ein bisschen was von ihm zu hören. Er wird auf jeden Fall auch Referent bei unseren Swiss BioHealth Health Days sein am 1. November-Wochenende. Ich habe jetzt mein Notebook ein bisschen zu früh zugeklappt, weil ich muss ja noch an das Thema, an die Themen Pandemie rangehen, die uns natürlich auch nochmal interessieren. Was ist da passiert übers Wochenende? Sehr spannend. Wir sehen, wir haben einen neuen Teilnehmer im Bereich Grün, das ist Österreich, darum habe ich Österreich jetzt in die Kurve mit reingenommen. Türkei, seht ihr links, ist noch im roten Bereich mit 3,9, liegt mittlerweile bei 5,0, also im orangen Bereich. Und wenn wir uns jetzt diese Kurve anschauen, dann sehen wir, dass Italien sich weiterhin
nach oben entwickelt. Schweiz entwickelt sich ganz, ganz stetig und gleichmäßig nach oben. Österreich hat am Anfang so ein bisschen mit Deutschland und Frankreich fast schon auf dem Niveau von USA sich mehr seitwärts bewegt, aber gerade in den letzten Tagen extrem nach vorne entwickelt. Und deswegen habe ich die jetzt hier mit reingenommen. Die sind jetzt weit im grünen Bereich. Und es passt eigentlich auch zu dem, was wir momentan wahrnehmen, dass eine Veränderung stattfindet, auf wen man so hört, weil man doch natürlich, ich sag mal, die Zeit zeigt natürlich auch, ob jemand recht hat oder nicht. Und wir sehen einfach doch schon immer mehr, dass die Hysterieanheizer nicht unbedingt recht hatten, sondern dass wir jetzt vielleicht einfach kühle Köpfe brauchen in Deutschland, die ganz glasklar analysieren, was passiert wirklich und die nicht nur irgendwelche Theorien sich zusammenreimen, sondern die einfach mal rausgehen und Türklinken anschauen, die Menschen untersuchen und die, und das kann ich nur empfehlen, euch mal hier bei ZDF Lanz die Sendung anzuschauen mit dem Virologen Streeck, Professor Streeck, weil ich denke, er ist jemand, der sehr analytisch, sehr sauber rangeht, auch sehr gut formuliert. Und man kann da nicht nur hoffen, dass die Bundesregierung mehr und mehr auf Leute wie ihn hören wird, denn dann hat es auch entsprechende Konsequenzen. Und das war noch heute Morgen. Österreich will bei Exit-Strategie vorpreschen. Und heute Mittag, um die Mittagszeit, hat tatsächlich der österreichische Kanzler bekannt gegeben, dass erste Maßnahmen der Lockerung ab dem 14., also ab dem kommenden Montag, eingeleitet werden. Das heißt also, Geschäfte bis zu einer bestimmten Größe machen wieder auf. Das ist natürlich extrem positiv, was wir da hören. Auch die Schweiz diskutiert momentan, wie soll es weitergehen, welche Exit-Strategien. Und es ist natürlich so, wenn einer mal anfängt, ein Land, und zeigt, okay, wir haben es gut gemacht, und die haben es gut gemacht, die waren sehr, sehr konsequent am Anfang, Österreich, wo ein paar auch geschluckt haben, gesagt haben, wow, ganz schön tough, was die da abziehen von Seiten Ausgangssperre und so weiter. Aber sie sind einfach extrem schnell durch dieses Tal der Tränen durchgegangen und können jetzt auch als Erste wieder ein Signal setzen, was sicherlich natürlich tollen Input auf die österreichische Wirtschaft bringen wird, um wieder zu starten. Und das bringt natürlich auch die anderen Länder unter Druck, einfach ihre Hausaufgaben zu machen und sich zu überlegen, wie sie aus der Nummer wieder rauskommen. Die Schweiz diskutiert momentan, ob sie den 19. April halten können. Also hier wurde ja als Lockdown der Termin 19. April angegeben und es wird sich zeigen, ob der stehen bleibt. Ich vermute ja, da sich die Schweiz sehr positiv entwickelt. Es wäre eine Woche später als Österreich. Man kann dann ja auch beobachten, wie es in Österreich läuft. Es kommt natürlich hier in der Neuen Zürcher Zeitung, ich glaube heute erschienen, dass wir natürlich jetzt auch aufpassen müssen. Krisen sind ja immer Beschleuniger, das heißt Dinge, die sonst ja, teilweise Jahre gebraucht hätten, die gehen natürlich wahnsinnig schnell. Und wir müssen aufpassen, dass, sagen wir mal, so Dinge wie der Solidaritätszuschlag, der nicht nur für kurze Zeit vorgesehen war. Und ich glaube, ich bin jetzt ja schon ein Weilchen in der Schweiz, aber glaube ich, immer noch läuft in Deutschland und nie abgeschafft wurde, dass wir sehr gut aufpassen, dass Dinge wie jetzt zum Beispiel die Massenüberwachung übers iPhone, übers Smartphone, dann wirklich nur dazu genutzt wird, um unsere Konsequenz in der Einhaltung der Regeln zu überprüfen, aber anschließend dann definitiv auch wieder abgeschaltet wird. Denn andernfalls könnten wir nicht mehr ohne iPhone aus dem Haus gehen, beziehungsweise müssten sie in Aluminiumfolie einwickeln, um die Tracking-Möglichkeit auszuschalten. Das wollen wir natürlich nicht. Also das denke ich sicherlich sehr, sehr wichtig, dass wir hier die Gemeinschaft darauf achtet, dass die Grundprinzipien der Bürokratie am Ende dieser Krisensituation auch wieder zurückgedreht und eingehalten werden. Damit sind wir jetzt definitiv am Ende unserer Swiss Buy Health Tagesschau von heute, dem Montag.
beziehungsweise Swiss Barhals News nennen wir es ja seit einiger Zeit. Und wieder war ich zu schnell und habe noch eine Folie für euch. Ihr seht, ich bin es nicht gewohnt, auch nach dem Interview noch Dinge zu zeigen. Wir haben am Mittwoch die nächsten Swiss Barhals News, wo wir Interviews mit einer ganzen Reihe von Spezialisten für biologische Zahnheilkunde und Keramikimplantate durchführen, weil wir mal sehen wollen. Wir wissen ja auch aus dem Interview mit Marco Gadola heraus, dass in Deutschland praktisch mehr oder weniger, was Titanimplantate anbetrifft, die Sache nahezu auf null sich reduziert hat. Und uns interessiert natürlich, was passiert da draußen mit Zahnärzten, die dieses spezielle Therapiekonzept verfolgen. Ist es eventuell krisenresistenter? Ist es vielleicht so, dass gerade weil man sein Immunsystem stärken möchte, jetzt Patienten die Termine beibehalten, vielleicht sogar gerade besonders Termine ausmachen, weil vielleicht potenzielle Patienten sagen, ich wollte so eine Therapie, so eine Sanierung schon länger vornehmen, wie wir es auch eben vom Wagemann gehört haben, der es ja an sich selber durchgeführt hat. Und da ich jetzt eh im Homeoffice bin, kann ich genauso gut auch mich operieren lassen und dann muss ich ja sowieso 5 bis 7 Tage zu Hause bleiben und mich wieder erholen und dann das Gute mit dem Nützlichen verbinden. Wer weiß, das wird sehr, sehr spannend werden, auf jeden Fall zu hören, auf welchem Niveau die Zahnärzte, die noch arbeiten dürfen, ob die noch auf 80% fahren oder auf 60% oder auf 40% oder auf 20%, wir wissen es nicht. Dann haben wir vor, das, was wir eigentlich heute Abend machen wollten, das haben wir jetzt verschoben, weil wir einfach ein sehr ausführliches Seminar oder Interview jetzt mit dem Herrn Wagemann hatten. Und ich werde dieses Online-Seminar, die effektiven Tools für Gesundheit, Energie und Beruf, auf den Donnerstag legen, voraussichtlich 20 Uhr. Wir werden es noch bekannt geben. Am besten, falls nicht schon geschehen, unseren YouTube-Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, werdet ihr automatisch daran erinnert, wann dieses Online-Seminar stattfindet. Ich werde es in mehrere Teile unterteilen. Der erste Teil wird sein, HRV-Herzratenvariabilität als Messtool fürs Bioalter, aber auch noch ein paar andere Messtools. Da gibt es ein paar nette Dinge, die man auch ohne Geräte oder Geräte tun kann, um sein Bioalter ganz grob zu bestimmen. Dann starte ich mal mit einem der wichtigsten Themen, nämlich Schlaf, Tiefschlaf, Melatonin, alles, was da mit zusammengehört, um möglichst guten, erholsamen Schlaf und eine möglichst lange Tiefschlafphase zu generieren. Da habe ich sehr viel Erfahrung drin. Dann jetzt natürlich wichtig, um uns, wie wir es ja auch im Interview gehört hatten, von diesem Wahnsinn der Nachrichten, Medienüberflutung, vor allem auch mit negativen Nachrichten, uns zurückzuziehen. Es ist eine saubere, effiziente Morgenroutine und dann aber auch ein Tool, wie wir unsere Emotionen steuern können. Praktisch wie bei einer Jukebox können wir unsere Emotionen steuern. Das tun wir sowieso jeden Tag von morgens bis abends. Da macht es Sinn zu wissen, auf welchen Mechanismen das passiert und wie wir das positiv für uns steuern können. Aber dann auch, was unseren Beruf anbetrifft, Effektivität statt Effizienz, Actio statt Reactio, aber auch das Pareto, das 80-20-Prinzip, das Parkinson-Prinzip, aber auch die primäre Frage. Ich denke, das sind alle spannende Themen, die wir in circa 1,5 Stunden dann am Donnerstag abhandeln würden. Jetzt sind wir aber definitiv am Ende für den heutigen Tag. Ich wünsche euch einen schönen Abend, bleibt gesund und wir sehen uns wieder am Mittwoch um 19 Uhr zu den Swiss Biohealth News. Danke, dass ihr da wart.